Ja, und damit herzlich willkommen bei einer Probefahrt, und zwar auf der Indian Scout 1200. Immer wichtig, die Hände locker lassen. Okay, also man merkt schon gleich beim Anfang auf dem Parkplatz schon, dass die Bremse doch, ja, ein bisschen wenig Druckpunkt hat. Gut. Muss ich ja noch ein bisschen reinfuchsen da. Ja, man sitzt ja einigermaßen relaxed. Also die Beine, muss ich sagen, sind sehr komfortabel untergebracht. Mal ein bisschen hochschalten, ja. Nicht, dass wir hier noch völlig das Ding zur Drehorgel machen hier. Also der Indian Scout 1200 hat ja so 102 PS rum, ist auch, nicht zu vergessen, versicherungstechnisch günstig. Also ich habe gelesen, dass die Reifen von diesem Modell irgendwie von Kendo oder so kommen und entsprechend etwas, naja, eigentümlich sein sollen bei Ness. Aber jetzt ist ja trocken und wir fahren hier ja auch keine Wettrennen, aber ja, wird ja jetzt nichts Schlimmes passieren. Jo, was haben wir jetzt? 105 km/h. Was? Was ist denn das für ein Tacho? Also die läuft vom Motor her als Zweizylinder geschmeidig. Sehr geschmeidig im Vergleich mit so manch anderem amerikanischen Produkt. Gut, kommt natürlich auch auf den Gang drauf an, welchen man drin hat. Dann zieht die auch entsprechend. Boah, das ist also, wenn man die ein bisschen dreht, dann kann die schon ordentlichen Schub haben. Ich sollte mir so Spiegel dran wünschen, die sich selbst verstellen, je nachdem, wie man sich nach vorne neigt. Ja, schönes Motorrad, ne? Mit schöner Anzeige, die man gut lesen kann. So ein bisschen hat es das hier auch noch Anzeigen im Display. Vielleicht könnt ihr was erkennen. Ganzzeige ist auch lustig. Die macht manchmal, ja, die braucht einen Moment, bis sie merkt, welcher Gang drin ist. Also es ist, ja, etwas gemütlich, die Ganganzeige. Aber ja, gut. Ist jetzt kein Sportmotorrad so, aber hier das handelsübliche Slalom geht eigentlich relativ behende. Na, Fußtemperatur. Da habe ich ein bisschen den Fuß am Krümmer. Hm? Merkt man so ein bisschen? Knieschluss ja, aber keinen Fußschluss machen, weil sonst schmilzt ihr dir ja weg, der Plastikstiefel. Muss halt echt einen Lederstiefel anziehen, wie sich das so ein Shopper gehört. Der schmilzt nicht weg. Ein bisschen jene besagte Nasser-Sack-Sitzposition eingehen. Okay, den Arsch ein bisschen hinten rausstrecken, dass man auch so richtig schön die Pobacken ins Polster eingräbt. Oh, Entschuldigung. Jetzt fahre ich doch so langsam, dass ich hier dem Wagen hinter mir im Weg stehe. So, das ist die Indian Scout 1200. So sieht das Ding aus. Eine normale Lampe vorne dran. Eine Bremsscheibe mit ABS. Hydraulikbremse vorne, hinten, klar, logisch. Wer fährt schon noch mit Seilzugbremse? Ja, mit ABS-Sensor, wie man sieht. Zwei Auspuff mit Resonanzrohr. Das ist, glaube ich, ein LED-Rücklicht, wie man sieht. Zahnriemenantrieb. Netter Sitz. Hier rückelt Gesäßlehne. Das ganze Bling-Bling dran. Ja. Ha, geil. Ja, doch, also optisch muss man sagen, ist das Ding schon echt toll. Das ist kein Plastik, würde ich sagen, oder? Das ist echt Metal. Ja, das Interessante ist auch, der Rahmen hier vorne, das geht ja um den Wasserkühler rum. Also das ist ja schon irgendwie so das Rahmenteil hier, ne? 150er 80-16 Reifen, also das sind nicht so diese komischen Maße, wie man es bei den amerikanischen
Hersteller, der ganz bekannt ist, hat, sondern das sind, glaube ich, naja, eher normale Reifenformate. Vielleicht hat man dann eine größere Auswahl. Genau, hier, das ist dieses Rohr vom vorderen Zylinder. Wenn du halt da deinen Fuß drauf hast, ja, kannst du halt schon ein bisschen so idiotischerweise deinen Schuh ankuckeln. Ja, gut. Das ist halt sowieso das Problem, wenn du die Auspuffrohre hier so vorbeiführst und nicht untenrum, dann ist das halt zwangsläufig so das Problem. Klar. Im Vergleich zur Sportster hast du hier echt einen sauberen Knieschluss. Also, das ist schon toll, weil der Tank so groß ist. Weil der Peanut-Tank bei der Harley Sportster ist halt so klein und da hast du noch hier diesen Vergaser oder diese Ansaug-Luftfilter-Dingsen und hier hast du gar nichts. Also das ist bei dem Modell hier, wenn es in der gleichen Preisklasse sein soll, deutlich ergonomischer und fahrerisch besser gemacht. Killswitch. Soundcheck. Ach ja, doch. Hat was, ja. Klingt jetzt nicht so wie so ein luftgekühlter Motor, aber was soll's. Aber es zieht schon gut weg, drehzahlmäßig, von unten raus. Was halt natürlich Gewöhnung ist, sind die Fußrasten vorne. Aber die Fußrasten vorne, das sind so die ganz normalen Fußrasten und nicht diese Kuchenbleche. Aber so an sich macht das Teil einen schönen Eindruck. Aber auch schön an, wenn auch nicht so brutal. Ja, es ist halt auch von der Sitzposition her, dadurch, dass man sehr aufrecht sitzt, hat man vom Oberkörper halt keine, sag ich mal, Abstützung durch den Rücken in den Popo, weil man nicht so nach vorne gelehnt ist. Deswegen hat man halt so einen Wirk-Kipp-Moment nach hinten, was natürlich die subjektive Beschleunigungsstärke erhöht. Ja, also für Chopper-Verhältnisse, glaube ich, kann man das dann doch schon so ein bisschen krachen lassen. Von einer Fußraste hängen geblieben hier, Alter. Aber dafür, dass ich hier auf diesem Motorrad so die erste Runde mal fahre, ja, doch, also... Okay, mit mehr Drehmoment, wie manch anderer Hersteller es im Angebot hat, würde das Ding natürlich noch derber von unten rausziehen. Sicher, mehr Leistung bringt immer mehr Schub. Aber man muss sagen, so wie das Teil hier sich fährt, ganz akzeptabel. Also dafür, dass ich ja gewohnt bin, an jedem Scheiß rumzumosern. Was soll ich sagen? Das Motorrad fährt sich sehr schön. Hat von unten raus Schub. Man kann es auch relativ hoch drehen. Also so bis 12.000, kein Problem. Haha. Wirklich doch, kann ich sagen, macht Laune. Gut, die Bremse braucht Nachdruck. Das muss ich sagen. Also die Bremse braucht Nachdruck, hinten wie vorne. Es geht, es ist jetzt nicht so schlimm, wie man ja behauptet. Wenn man weiß, dass die Bremse halt ein bisschen nicht auf Supersportler-Niveau ist, dann greift man halt ein bisschen stärker rein und das Ding hat ABS. Ja, wenn man, sollte man zu stark reingreifen, ja, macht das ABS ja das Gröbste weg. Ja, also die Indie Scout, ja, kann man sagen, ist ganz nice. Okay, und auch so eine spontane Kurve geht. Nee, Alter, der hat mich doch vorher schon überholt. Also systembedingt gibt es hier auch Popo-Heizung. Das ist halt so das Problem bei V-Motoren, wo der hintere Zylinder unterm Arsch ist, hast du natürlich hier auch bei diesem Modell eine Gesäßheizung. Das ist halt so das Problem bei V-Motoren generell.
Also, top Gerät. Preis-Leistungs-Verhältnis kann man so lassen. Optik sehr elegant. Und ja, Testberichte schreiben das eine oder andere. Aber man muss es halt selber ausprobiert haben. Erst dann kann man das ja wirklich beurteilen. Dieses Probefahrtsvideo wurde mit freundlicher Unterstützung der Bikeschmiede Süd in Altbach präsentiert. Genau. Darf ich das jetzt hier eigentlich machen? Egal, ich kriege ja kein Geld dafür. Also mache ich's. Ja. So, Seitenständer. Oh, ist der Ständer. Da ist der Ständer. Ja.